Hallo, grüß euch und ein herzliches Servus von mir. Ich bin der Luca von Breaker Break und heute zeige ich euch die 75179 aus der Lego Star Wars Reihe, nämlich Kylo Ren's TIE Fighter, den aus Episode 8. Oh mein Gott, Episode. Wir schauen uns wie immer die Teile an, die Figuren an, das Set an sich, die Funktion, aber ich starte wie immer mit der Verpackung. Ihr seht sie ganz gut, wenn die Strahler nicht so leuchten würden. Also, wie gesagt, 75179, Kylo Ren's TIE Fighter. Unten das Warnsignal hier links für die Sequels. Hier die Figuren, zeige ich euch auch gleich noch im Detail. Das da oben, andere Seite so. Das war ja das Standardcover für die 2017 erschienenen Sets. Hinten noch ein bisschen, den Rest sehen wir uns freilich gleich an. Ich stelle das erstmal weg und zeige euch die Bauanleitung. Ziemlich dünn, also meine ist ein bisschen zerwellt. Moment. So schön aussehen, Produktplatzierungszwecke und so weiter, ihr wisst Bescheid. Die ist sogar, stelle ihn mal kurz beiseite, relativ dünn, muss ich sagen. Wir reden hier über 82 Seiten bei 615 Teilen. Man könnte es fast dicker erwarten heute von Lego, also nein, man baut nicht wirklich viel. Das sind die Bauabschnitte, es waren nummerierten Tüten. Man baut nicht unbedingt viel auf einer Seite, aber es gab auch schon Bauanleitungen, an denen weniger pro Seite verbaut wurde. Dann haben wir hier hinten noch irgendwo war ein Artwork. Ja. Einmal hier und das sind die anderen Sets aus der Reihe. Wir haben jetzt hier Kylo Rens TIE Fighter. Den werde ich euch noch vorstellen. Den Super Sternzerstörer, nur. Das war der First Order Sternzerstörer. Den werde ich euch vorstellen. Und auch den AT-AT Walker von der First Order. Heavy Scout Walker oder wie auch immer der hier heißt. Kann ich euch auch noch vorstellen. Ah, und hier hinten war eigentlich das Artwork, was ich gemeint habe. Eine ganz nette Geschichte. Bomber ist sowieso cool, der gefällt mir, der Sternzerstörer auch. Zeige ich euch alles noch im Video. Und hier haben wir die Teileliste. Das war es dann auch schon mit der Bauanleitung. Ich habe das Video nicht wegen der Bauanleitung eingeschalten, sondern wegen dem Schiffchen hier. Zuerst noch kurz zu den Ersatzteilen. Also standardmäßig das Kleinzeug, das dabei ist, plus einen Teiletrenner und Ersatzmunition. Ja, richtig, es gibt Spring-Loaded Shooter in diesem Set. So, das dürfte jetzt etwas gequietscht haben. Egal. Zeige euch jetzt hier. Hier fliegt mir Kylo Rens Helm davon. Also, ich hoffe, dass der Fokus. Moment. Haha. Ich habe ja dazu gelernt, hier auf der Seite müsste der Fokus zu finden sein. Mal schauen. Jawohl. Und Großaufnahme. Hier seht ihr die ganzen Figuren. Vielleicht drehe ich so, dass man ein bisschen Licht noch drauf bekommt. Gut. Dann haben wir hier ganz rechts, von mir aus gesehen, Kylo Ren mit dem Torso aus Star Wars Episode 8, klarerweise. Das Lichtschwert hier ist schwarz, zumindest der Griff. Beim Battle on Takodana, das war von Episode 7, da war es noch so ein dunkles Grau. Dann haben wir hier den First Order TIE Fighter Piloten. Ich zeige auch gleich den Helm noch von der Seite, der hat nämlich ein cooles Gimmick, das man vielleicht so noch gar nicht so sieht. Dann First Order Stormtrooper, der ist der gleiche wie immer. Und BB-9E. So, ich zeige es mal kurz von der Seite, nehme dann mal Kylo Ren weg. Yep, ihr seht es hier schon, der hat einen Schlauch vorne am Helm. Also das ist der ganze Helm, das ist das Molding. Und das sieht schon ganz genial aus. Drehe es vielleicht auch noch in eure Richtung, damit man das sehen kann. Also so sieht der Helm aus und den finde ich schon richtig cool gestaltet, muss ich wirklich sagen. Wendegesicht haben wir hier nicht, das ist das Standard Klontruppen- und Sturmtruppengesicht von Lego. Ist auch bei dem hier genau dasselbe. Und Kylo Ren hat ein Wendegesicht. Das zeige ich euch zuerst noch. Hier sieht er schon etwas grimmiger rein.
So, Autofokus, jawohl. Und dann kann ich ihm noch seine Maske aufsetzen, die ist nämlich auch nochmal dabei. Kennt ihr sicher alle schon. Ich wollte es euch nur gezeigt haben. So, das kann wieder weg. Dann fahre ich den Fokus jetzt mal runter. Und wir widmen uns dem guten Stück hier. Das Ding ist nämlich wirklich cool. Das Ding ist cooler als der ganze Star Wars Episode 8 Film zusammen. Das Ding, ich sag's euch. 615 Teile, ich habe es schon erwähnt. Und es ist auch nicht klein. Und jetzt fällt mir auf, was ich vergessen habe. Kurzen Moment. Nämlich hier mein Maßband und wir messen das Ganze mal kurz aus. Also so Flügel vorne bis hinten liegen wir bei 42 cm. Flügelspannweite hier so knapp 25 cm. Höhe, die Flügel sind ja verstellbar, kann ich auch zeigen, in etwa 11 cm. Und rein hier, also der Mittelteil ist lang von ganz hinten bis ganz vorne, sind etwa 16 cm. Also gar nicht mal so klein. Und das Design, also das sieht schon cool aus, dieses Grau-Schwarz mit roten Akzenten. Also das wirkt schon. Finde ich richtig cool gemacht. Und was besonders cool ist natürlich, wir haben hier ziemlich viele bedruckte Teile. Es gibt Aufkleber, leider, ein, zwei, also es ist nicht der Rede wert. Es sind nämlich tatsächlich, Achtung, bitte festhalten, Popcorn herausholen, mehr bedruckte Teile als Aufkleber im Set. Und das finde ich richtig genial. Und die zeige ich euch auch gleich. Nämlich hier. So, das ist ein bedrucktes Teil. Finger. Und seitenverkehrt im Kontrollmonitor. Das ist ein bedrucktes Teil. Das gleiche auf der anderen Seite nochmal. Kosten so zwischen 50 und 1,50 jeweils. Dann haben wir hier oben. Die Cockpitscheibe ist bedruckt. Die hier. Vielleicht klappt das so. So soll es eigentlich gehen. Es spiegelt ein bisschen. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Die ist auch dabei, die kostet neu in etwa 8 bis 9 Euro auf Bricklink gebraucht, 1,50. Keine Ahnung, warum dieser große Preisunterschied ist, aber ja, müsst ihr ja dann wissen, wenn ihr es euch vielleicht rebricken wollt oder wollt es euch holen, achtet darauf, dass die bedruckten Teile hier dabei sind. Wo wir gerade bei den bedruckten Teilen wären, hier vorne. Die Windschutzscheibe, sage ich jetzt einfach mal, im All ist kein Wind, ich weiß. Die Scheibe hier vorne ist auch bedruckt. Finde ich auch ganz cool gemacht. So. Auch ansonsten, also das grundsätzliche Design hier oben, die Akzente und so weiter, das wirkt schon cool. Wir haben hier auf der Seite noch zwei große Plaster und ganz vorne vier kleinere. Das sind die ehemaligen. So wegschießbaren Waffen bei Lego Star Wars, bevor die Menschheit ohne den hier auskommen musste. Das war zum Beispiel in der Malevolence bei der Ionenkanone, die sind so rausgeflogen und so weiter. War immer wieder in einem Set dabei. Wir haben klarerweise hier die Stud-Shooter dabei, wenn ich hier Ersatzmunition habe. Und ihr seht das auch schon. Hier links und rechts unten. Ich zeige es auch mal von hinten. Hier sieht man das vielleicht noch so im Licht. Hier sieht man den noch rausstehen, da die zwei. Den feuere ich jetzt dann klarerweise nicht hier hinten ab. Wird keinen Sinn machen. Das wäre einfach viel zu kompliziert. Deshalb hat sich Lego was Cooles ausgedacht. Ganz unscheinbar versteckt hier. So im Licht. Steht hier so ein Liftarm raus. So ein kleiner. Und das gleiche auf der anderen Seite auch. Wenn ich jetzt hier. Achtung. Drauf drücke, dann passiert das. Ich habe gerade meinen Kontrollbildschirm getroffen. Egal, es liegt jetzt irgendwo. Ach, da habe ich es. Also, auf der anderen Seite, haargenau das gleiche. Es fliegt vorne raus, ist ganz lustig. Und wird auch ganz easy wieder geladen. Einfach vorne reinschieben, warte, bis es Klick macht. Und schon kann man weiter damit durchs Wohnzimmer fliegen oder über die Terrasse, durch den Garten, was auch immer, wo er möchte, durch den Pool, keine Ahnung. Das bleibt euch überlassen. Ansonsten, ja, also es hat nicht viel mehr Funktion. Man kann die Flügel hier noch so stellen, vielleicht, falls euch das so besser gefällt. Im Film war es halt so, deshalb habe ich es einfach mal so gemacht. Ihr könnt die Flügel aber, wie gesagt, noch variieren. Vielleicht noch einen kurzen Blick ins Cockpit. Dazu nehme ich das hier oben mal ab.
und zeige es euch so. Also wenn hier Licht reinfällt vom Strahler, ihr könnt hier jetzt zum Beispiel, ich nehme mal die Minifigur hier vom TIE Fighter Piloten, kann den kleinen Kerl hier reinsetzen, dann vorne die Windschutzscheibe. Ich zeige euch das da auch noch mal extra Fokus. Also so sieht das aus. Ist recht nett gemacht. Wieder vorne rauf. Dann dieses Teil hier, das kannte ich vorher gar nicht. Also ich hatte es zum ersten Mal dabei wirklich bei dem Set hier. Es kommt dann da rauf. Dann Cockpit zu und sieht man da, also man sieht von außen nichts. Also man sieht jetzt hier vorne durch die Scheibe nicht, dass da jemand drin sitzt, aber man kann die Figur so reinsetzen und dann einfach zuklappen. Ist okay, passt. Ansonsten mehr hat das Ding eigentlich gar nicht an Funktionen, aber es hat für mich all das, was ein TIE Fighter oder ein Raumschiff so braucht. Cockpit, bedruckte Teile, coole Flügel, cooles grundsätzliches Design und auch den Antrieb möchte ich euch nicht vorenthalten. Der sieht gut aus. Und jetzt, wo wir gerade beim hinteren Teil wären, komme ich zu dem, was mich an dem Set stört. Oben wunderbar designt, vorne cool designt, hinten den Antrieb noch hier mit den, das sind eigentlich so, vielleicht sieht man es so, ja, das sind eigentlich so Gelenke. Waren bei ExoForce-Sätzen auch, bei City kommt es immer mal wieder zum Einsatz. Da dazwischen drin sind die roten Teile, die den Antrieb darstellen und drunter ist halt einfach nichts mehr. Also die Kante hier, kann ich da einen Flügel mal, wenn ich das hier so nach außen klappe, sieht man es vielleicht besser. Also hier ist eine extreme Kante drin und die ist einfach nicht schön. Also warum man jetzt hier nicht noch so Schrägsteine genommen hat, die hier so vorgehen. Keine Ahnung, es wären nicht mal 5, 6 Teile mehr gewesen. Es würde einen deutlichen Unterschied machen. Schade, dass ich es nicht gemacht habe, aber ist auch mein einziger Kritikpunkt hier an diesem Set. Und wenn ihr es euch so, gibt es ja diese ja, Raumschiff-Halterungen, wenn ihr es da, ich habe die nicht, aber wenn ihr es da so raufstellt, so und ihr es nur von vorne sieht, es fällt sonst nicht auf, auch wenn ihr es so ins Regal stellt oder in die Vitrine. Also man sieht es jetzt nicht direkt. Aber wenn man vielleicht damit spielt und sich dann wundert, warum ist denn da oben fehlt ja was, hört ja irgendwie auf. Ja, hört auch irgendwie auf und das ist nicht wirklich schön gemacht. Fällt aber grundsätzlich, wenn ihr es so hinstellt, macht es nichts aus. Ist ja von Geschmack zu Geschmack unterschiedlich. Auch die Optik muss einem klarerweise immer selbst gefallen. Mir gefällt es. Was mir gefällt, muss ja noch deshalb, er muss deshalb ja noch lange nicht der kompletten Menschheit gefallen. Letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der Preis. 80 Euro Liste 2017 und der ging klarerweise runter. 70, 60 und so weiter. Ihr kriegt ihn auch heute noch gebraucht. So schaut einfach mal rum. Denk ab 50 aufwärts. Bricklink beginnt mit 70 gebraucht und neu in etwa 100. Aber ich glaube auch da eher nur auf Bricklink, wenn ihr mal so eBay Kleinanzeigen und so durchschaut. Schaut, werdet ihr ihn deutlich drunter finden. Also so zum Listenpreis. Der ist nicht extrem teuer geworden. Das gleiche gilt für, boah, das habe ich euch auch vorgestellt. Ich verlinke es euch auch hier oben nochmal. Nämlich Director Krennic's Shuttle. Es ist auch in etwa gleich geblieben vom Originalpreis. Also 100, 110, 120. Kauft's gebraucht, seid ihr besser dran, würde ich sagen. Achtet nur darauf, dass die teuren Teile, wie hier die bedruckten und so dabei sind. Auch ansonsten hat es coole Teile hier, die Verkleidung, die großen Platten, die Wedges, das sieht einfach cool aus. Ah ja, und hier, wer den Aufkleber noch sehen möchte, ich klappe das wieder auf die Seite, vielleicht sieht man es da besser, so einmal quer durch. Das hier ist der Aufkleber, links und rechts. Soll ich jetzt gar nicht aufmachen müssen, doch fällt ein bisschen mehr Licht dazu. Also das sind die einzigen Aufkleber an dem Set, die hätte man dann auch noch bedrucken können, wenn man schon das und das bedruckt. Beim UCS A-Wing ist die Cockpitscheibe vorne übrigens nicht bedruckt. Die ist bedruckt. Ich habe es für 70 Euro gekauft. Der UCS A-Wing kostet 200.
Kann man ja abwägen dann, wie man mag. So, die Pistole hier gehört noch zum Piloten innen drin. Und dann würde ich sagen, ich bin fertig. Ich habe euch alles gezeigt, was das Ding so hat. Und würde sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Das Video wird am Montag sowas online gehen, wieder um 3 Uhr. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und wenn ihr Lust habt, schaut auch grundsätzlich mal auf meinem Kanal vorbei. Vielleicht habe ich noch ein paar Sachen vorgestellt, die ihr auch unbedingt schon mal sehen wolltet. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Dann, ja, wir sehen uns hoffentlich wieder. Macht's gut. Tschüss.